So, Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel in einer neuen Aufnahme. Ja, wir haben das letzte Mal, glaube ich, die Knuddeluff-Episode, oder besser gesagt Fluffeluff-Episode, fertig gespielt und jetzt müssen wir im Hauptspiel mal wieder ein bisschen weitermachen, oder? Wir haben ja hier auch mittlerweile den zweiten Boss besiegt und wir sind wieder zurück in der Gilde. Wir sind Level 21, das ist doch schon mal ganz gut. Oh, wir haben ein bisschen was zu machen jetzt erstmal. So. Es ist wohl an der Zeit, das Gildentraining wieder aufzunehmen, Kilian. Geben wir uns richtig Mühe. So gefällt ihr mir. Mit Schwung in den neuen Tag. Ich bin beeindruckt. Mal sehen, ob ihr mit diesem Schwung auch. Mal sehen, ob ihr diesen Schwung heute auch gut nutzen könnt. Was? Du kannst den Fußabdruck nicht identifizieren. Was soll das heißen? Ich versuche ja alles dir zu erklären. Ich kann nicht erkennen, was ich nicht kenne. Wo liegt das Problem? Auf dem Gitter steht ein Pokémon, dessen Fußabdruck wir nicht identifizieren können. Dick, da ist ein hervorragender Wachposten. Es kommt selten vor, dass er beim Fußabdruck passen muss. Wenn diese beiden Wachdienst hätten, wäre es keine Überraschung. Oh, tatsächlich? Tja, wenn es so selten vorkommt, dass Dick da passen muss. Was war dann, als wir das erste Mal zu Gilden kamen? Da habt ihr den Fußabdruck von Kilian nicht erkannt. Nicht wahr? Wie bitte? Du willst unseren Gildenmeister treffen? Dein Name ist Zwirfenst? Oh, einen Moment bitte. Zwirfenst? Der weltberühmte Zwerfenst! Danke für deinen Besuch, welch eine Ehre. Ach was, das ist doch selbstverständlich. Es ist mir eine Ehre. Es bereitet mir das größte Vergnügen, die Knuddeluff-Gilde zu besuchen. Sie ist berühmt. Entschuldige bitte, Krakelo. Was willst du? Wer ist dieser Besucher? Was? Ihr habt nicht von Zwerfens gehört, dem berühmten Erkunder? Naja, weißt du, ich habe noch nie etwas von ihm gehört. Das überrascht mich eigentlich nicht. Er ist erst seit kurzem bekannt. Er ist aus dem Nichts aufgetaucht, wie ein Komet. Er wurde über Nacht berühmt. Seine Fähigkeiten als Erkunder sollen ganz außergewöhnlich sein. Dieser Zwerfens ist also wirklich umwerfend. Oh ja, ich habe noch viel mehr über ihn gehört. Er geht die Dinge ganz anders als alle anderen an. Erstens, er arbeitet nicht in einem Team. Er erkundet immer allein. Allein? Genau, dazu muss er sich an seiner Fähigkeiten ziemlich sicher sein. Aber wisst ihr, was noch unglaublicher ist? Sein unheimliches Wissen. Es scheint nichts auf der Welt zu geben, was er nicht weiß. So viel weiß er. Wow, ist er so klug? So lautet das Gerücht. Aber sein Wissen hat er schon durch viele erfolgreiche Erkundungen bewiesen. So viele Pokémon bewundern Zwiffens für seine Leistungen. Darum weiß ich, dass die Gerüchte über sein großes Wissen stimmen. Kommt Zwiffens hier oft zu Besuch? Nein, das ist das erste Mal. Darum hat Dicta ihn nicht erkannt. Ich glaube, der Gildenmeister trifft ihn gerade auch zum ersten Mal. Was? Warum ist er dann so freundlich? Tja, so ist unser Gildenmeister eben. Sogar wenn er jemanden zum ersten Mal trifft. Verstehe. Nun, das muss eine ziemliche Enttäuschung für deine Gilde gewesen sein. Ja, diese Expedition war eine reine Zeitverschwendung. Wir haben nicht das Geringste herausgefunden. Ich hatte gehört, dass die Knuddeluff-Gilde eine Expedition zur Suche nach dem Nebelsee plante. Ich kam hierher in der Hoffnung, etwas über euren neuesten Triumph zu hören. Tut mir leid, wir haben nichts entdeckt. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich bin darüber nicht unglücklich. Immerhin war es ein Anlass, euch zu besuchen. Ich habe vor einer Weile in Stadtstadt zu bleiben. Darf ich während meines Aufenthalts gelegentlich vorbeikommen? Eure Gilde erhält immer die neuesten Nachrichten. Eine gute Quelle wäre sehr hilfreich für meine Erkundungen. Kein Problem. Wir haben hier ständig Besuch von anderen Erkundungsteams. Du bist jederzeit willkommen. Alles herhören.
Dieses Zwirfinst. Er wird sich eine Weile in Schattstadt aufhalten. Behandelt ihn mit besonderem Respekt. Zwirfinst ist sehr berühmt und sehr belesen. Ich bin mir sicher, dass jeder gerne seinen Rat hören würde. Aber übertreibt es nicht. Wir wollen ihn nicht zur Last fallen. Nun, Pokémon, unser Gast ist zwar eine Berühmtheit, aber erspart uns die Peinlichkeit, ihn um Autogramme zu bitten. Ach was, wenn ihr Autogramme wollt, dann lässt sich das sicherlich einrichten. Aber Ratschläge, das bringt mich in Verlegenheit. Ich kann kaum einen Ratschlag erteilen. Ich bin jedoch froh, wenn ich euch in irgendeiner Weise dienen kann. Wenn ihr irgendeine Bitte an mich habt, zögert nicht, mich zu fragen. Jawohl, ja, es ist mir eine Ehre. Ich bin überglücklich, dich kennengelernt zu haben. So, Pokémon, ihr könnt gehen. Ich glaube, ich werde mich ein wenig in Schatzstadt umsehen. Ihr könnt euch jederzeit an mich wenden. Guten Tag. So, ihr zwei. Um auf das zurückzukommen, von dem ich zuvor sprach. Eure Aufgabe für den heutigen Tag. Ich will, dass ihr heute die Job- und Ganoven-Infobretter durchliest. Und nimmt ein paar der ausgeschriebenen Jobs an. Das ist alles. Also das Übliche. Ach, wen haben wir denn hier? Team SPA ist wieder da. Okay, ich schau mal ganz kurz bei Palimpalim. Wen nehmen wir denn heute mit? Ich habe fast nur Wasser-Pokémon, oder? Ja gut, der Doomfalter ist noch kein Doomfalter. Komm, Destiny darf mal wieder mit. Und mal schauen, einen vierten nehme ich mit, wenn ich keine Escort-Missionen habe. Schauen wir doch mal, was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben drei Missionen im Nebelwald. Und ja, da ist eine Escort-Mission. Nehmen wir einfach mit. Schauen wir mal, ob wir noch Ganoven-Missionen im Nebelwald haben. Nö, haben wir nicht. Da haben wir zwei auf dem Hornberg. Haben wir hier noch was am Hornberg? Eine. Naja gut, ich nehme die im Nebelwald, die geben mehr Punkte. Da ich einen eskortieren muss, bleiben wir zu dritt. Ich wollte, glaube ich, noch was machen, oder? Ja, ich wollte mir selber noch eine neue Attacke beibringen, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe ja noch den Durchbruch gefunden. Den brauche ich jetzt dann demnächst auch. Und ich muss mal schauen, wie viel Gummis ich jetzt gefunden habe. Es ist eine Zeit lang her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und das letzte Mal war sowieso Fluffeluff-Episode. Und davor, das ist noch länger her. So. Ja, ich glaube. Ich möchte hier erstmal ein bisschen was lagern, bevor ich hier irgendwie weitergehe. Da sind die ganzen Gummis. Okay. Drei Zinelbeeren reichen im Normalfall. Moment, ich wollte ja noch schauen, wie viele Schatzboxen ich noch da habe. Moment mal. Das war der Sortierknopf, genau. Die hier brauche ich jetzt noch. Das war's dann, oder? Habe ich noch irgendwo Gummis? Oh ja, da habe ich ja wieder ein bisschen was gefunden. Das nehme ich jetzt erstmal alles mit. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Zeug
machen. Also erstmal, wir haben hier einen neuen Laden. Da können wir jetzt unsere Boxen öffnen lassen. Und ein Pi-Tau. Okay, haben wir schon mal ein bisschen was zum Tauschen. Oh, Aufbereitung. Das ist nett. Eine Target-Karte. Das sind alles so Items, die spezifisch für bestimmte Pokémon sind. Die kann ich aber alle noch benutzen, indem ich sie später gegen andere Sachen tauschen kann. Daher beschwere ich mich gerade nicht, dass ich irgendwelche Sachen kriege, die ich im Moment nicht brauche. Oh, ein Graugummi. Das ist sehr schön. Gummis sind immer toll. Pliebschaum, das ist für Pliebrin. Für Pikachu oder Riolu hat er bis jetzt noch nichts drin gehabt. Eine Bisa-Klaue, das ist für Bisa-Knosp. So, die Items, die kann ich jetzt erstmal lagern. So. Ich muss mal eine Attacke entlinken. Das ist jetzt zum Glück kostenlos. So. Jetzt bringe ich mir selber einfach mal den Durchbruch bei. Es ist die Frage, was packe ich dafür weg? Ich bin ja eigentlich fast fürs Doppelteam. Die Donnerwelle, die behalte ich lieber mal noch. Oder soll ich die Doppelteam Donnerschock? Ja, ich mache Doppelteam Donnerschock noch mit dabei. Mach mal die Donnerwelle raus. Ist zwar auch eine sehr, sehr brauchbare Attacke, aber... Okay. Dann brauche ich jetzt wieder ein bisschen Geld zum Linken. Ich würde gerne das ganze Geld mal mitnehmen. Wofür haben wir es denn? Das war... Jupp, Doppelteam und Donnerschock liegen eh untereinander, das passt. Die zwei linken und die zwei lasse ich so. Den Durchbruch schiebe ich nochmal nach oben. Okay. Mehr will ich gerade nicht. So, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz, ob Kecleon die beiden was Anständiges haben. Sie haben einen braunen Gummi. Na gut, den nehmen wir mit. So, ich schaue nachher noch bei Glibunkel vorbei. Und hier will ich jetzt erstmal wieder was mixen lassen. Ich sehe schon, die erste Folge hier wird jetzt erstmal nur organisatorisches Management sein. So, Azurgummi. Mixe ich mir alles selber. Bis auf die Orangegummis, die sind für Fliegi. Extra IQ.
Das fängt ja schon mal gut an. Ach ja, die Blaugummis wollte ich mir ja eigentlich aufheben erstmal. Zwei Stück brauche ich ja irgendwann später nochmal. Na gut, ich habe drei Blaugummis, erst einen davon kann ich benutzen. Also Panier, mix it. Dann noch einen Braungummi. Wunderdrink wäre mal wieder was Tolles. Dann ein Flora-Gummi. Ja, gibt es wieder mehr Spezialangriff. Ein Graugummi. Mehr Angriff. Grüngummi. Ach, das ist schön, wenn man so viele Gummis hat. Ich frage mich, welche IQ-Fähigkeit ich als nächstes krieg. So langsam könnte man mal wieder die Verteidigungswerte erhöhen. Das wäre auch mal wieder cool. Verteidigungswerte sind in diesem Spiel ein bisschen OP. Gut, ich beschwere mich jetzt auch nicht über erhöhte Angriffswerte. Oh, extra IQ. Und noch eine Runde. Wie viel haben wir denn noch? Lila und Roten sind wir, glaube ich, durch. Haben wir keine Orange-Gummis heute für Fliege gehabt. Oh. Wir kriegen was. Oh, ein Ei. Okay, wir kriegen irgendwann ein neues Teammitglied. Das ist doch nett. Rotgummi. Mixen bitte. Jetzt hat es fast nur Angriff und Spezialangriff nach oben gehauen, oder? Ja, sieht so aus. 60 Angriff, 62 Spezialangriff. Was habe ich hier eigentlich schon alles? Es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe auf diesem Spielstand. Aber noch nichts, was jetzt ultra wichtig ist. Selbstheiler ist noch mit drin, das ist okay. Und da P-Sparer, okay. So, dann schauen wir doch mal zu Gliebunkel. Nachdem wir jetzt ein paar exklusive Items haben. So, dann schauen wir doch mal, ob der was Anständiges hat. Das ist doch... Ja, das ist sogar schon das Stufe 2 Item von mir. Und von wem ist das hier nochmal? Ach, das ist das von Knilz, okay. Aber wenn er mir das hier gleich so gibt, warum nicht? Dann nehme ich das her.
Da muss ich jetzt nur drei nehmen, die ich nicht brauche. Das ist da ziemlich egal, welche, weil ich die alle nicht brauche. Dann noch 150 draufzahlen. So, ich habe ein Volt-Amulett. Solange ich das jetzt in meinem Schatzbeutel habe, ja, habe ich erhöhte Verteidigung und erhöhte Spezialverteidigung. Ja, das merkt man hier jetzt auch deutlich. Das finde ich toll. Okay. So. Die Jobs muss ich noch annehmen. Und ich könnte vielleicht noch an den Strand schauen. Ich sehe schon, die erste Folge ist schon wieder so gut wie rum. Keine Flaschenpost, okay. Dann bringen wir jetzt noch das ganze Geld zur Bank. So. Wie viel Belebersamen habe ich eigentlich dabei? 3 Stück, das sollte reichen. Genutzte TM kann ich, glaube ich, nicht lagern, oder? Nö. Na gut, ich brauche den Durchbruch eh nur einmal. Ups, das war die nicht. Ich wollte eigentlich genutzte TM verkaufen. Ich weiß, dass ich die mit der Aufbereitung wieder flott machen könnte, aber bis ich jetzt wieder jemandem Aufbereitung beigebracht habe und dann, ja, das ist mir ein bisschen zu umständlich. Ich will hier einfach nur durchspielen. Was muss ich denn jetzt eigentlich alles machen? 7, 8 und 10 und die Escort-Mission geht in die 8. Okay. So. Dann gehen wir mal wieder in den Nebelwald. Da kommen wir zwar eigentlich auch gerade erst her von der Expedition und so, aber ja, warum nicht?